Nicht schlecht. Ich fliege hier gerade unten ab, am Strand sozusagen rum, damit wir sicher Glaube, gehen am können, dass da nichts Strand ist. sind die, Ach, da glaube bist ich, du. nicht so weit. Am Tag. Strand sind die, glaube ich, aber auch nicht, oder? Nee, aber manchmal fallen die halt runter. Das hatte ich neulich. Dann waren die halt am Strand. Ja, Aber ich glaube, gut. wir haben hier jetzt kein Glück mit denen. Wir haben die Insel jetzt eigentlich schon abgesucht. Ah, in den Baum geflogen. Ein armer Vogel. Ups, Terry. Ja, also die Insel ist quasi jetzt auch alufrei. Hallo Terry. Oh, du solltest dich noch gar nicht umdrehen. Hier, er war's. Klops. Kloppt euch. Na los, kloppt euch. Ach, den stört es gar nicht, dass ich ihn angeschlagen habe. Der feine Herr Stego. Was für eine Flitzpiepe, ey. Ja, Lena, dann würde ich sagen, wieder auf die oberste der drei Inseln. Eigentlich müsste jetzt wieder irgendwo was gespawnt sein. Jetzt, wo es dunkel wird, ist Ja. es wieder leichter. Wo fliege ich jetzt Für rüber? dich, ich sehe dann wieder nix. Ja, aber wie gesagt, das Leuchten, das sieht man eigentlich recht gut. Ja, ich Weißt würde du, auf was ich jeden Fall jetzt auch mache? gleich mal mein Nachtsichtgerät holen. Ja, ich werde jetzt mal zu dieser Halbvulkaninsel fliegen. Da sind 100 Probe. Ach, da bist du. Was leuchtet denn da rum? Ist das ein Trodon? Ja, das ist ein Trodon. Nee, da wollte ich jetzt keine Pause machen. Nicht, wenn da so Viecher rumlaufen. Ach, seid ihr friedlich? Ihr seid friedlich. Gut. Brave Dinos. Lena. Ich hab ein Schaf. Ich bin so froh, endlich ist Wirst die du mir Suche jetzt die vorbei. ganze Zeit unter die Nase reiben, ne? Ja, nein, wir haben ein Schaf. Sagen wir es mal so. Es ist ja unser Tribe. Ja, okay. Du darfst ja auch drauf reiten. Okay. Und wenn wir ein Männchen finden, dann paaren wir die ganz oft. Und dann haben wir ganz viele Darf kleine ich mal Babyschafe. Und dann paaren wir die zum Fuß sehen? Babyschafe. Dann betreiben wir wieder Inzest, damit wir irgendwelche komischen Sachen rauskriegen. Genau so macht man das. Jetzt ist es auch noch neblig, also mit Nebel ist gut. Bin zu der oberen Insel geflogen. Ich fliege gerade zu der Insel, wo der grüne Airdrop ist. Da bin ich gerade angekommen. Vielleicht ist ja hier Ja. was. Da steckt schon mal ein Bronto halb im Stein. Gut, ist ein guter Anfang. Tach, Bronto. Prügelst du dich gerade oder kann ich da ohne Denken vorbei? Ich mach erstmal ein bisschen Abstand hier. Hä, was ist denn das da für eine Holzhütte? Wer hat sich denn da runtergelassen? Ist das wieder was von Juli? Okay. Die hat doch irgendwie überall gebaut, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön. Jetzt guck ich mal. Nee, Cry. Hä? Besitzer Teeth. Persönlicher Besitzer Cry. Was? Hä? Wie konnte der Cry mich ist da doch. jetzt angreifen? Na, Cry ist doch bei uns. Ja, deswegen wundere ich mich. Vorsicht, du hast da. Was ist denn das? Ach, ein Raptor. Hä? Ich wollte ihn eigentlich Cry grabben, taucht doch aber. hier gar nicht, aber Teeth ist doch die. Das ist der Tribe von Lumi. Ja, vielleicht Und die war Cry. Bauweise ist auch Lumi. Das ist hier die Bauweise. Ach, wahrscheinlich ist es eins von den Dingern. Hier ist doch zwischendurch der Tribe mal flöten gegangen. Vielleicht ist es so ein Ding. Habe ich aber auch noch nicht gesehen hier. Oder sie hat wieder neu gebaut. Mal kurz hier. Hier kann mich jetzt nichts angreifen. Hoffe ich mal. Tribe of Lumati. Ah, ja, das ist ihre Base, die verloren gegangen ist wahrscheinlich. Also eine von denen. Ist ja lustig. Interessant, wie sie hier hochgebaut hat mit Leitern und alles. Na gut, dass wir hier auch mal lang geflogen sind.
Wo bist du jetzt hin? Ich bin noch bei dem Airdrop gewesen. Ah, okay. Gut, ich flieg jetzt hier mal so ein bisschen rum. Da ist ein Terry. Was ist denn hier los? Ich bin gerade in diesem Flüsschen, was hier die Insel so spaltet. Ja, Megalodon-Party, würde ich mal sagen. Heilige. Ja, in der Bucht. Also, ach, das ist hier der Spot, wo ich bauen wollte. Aber, ja. Also drei sind hier auf jeden Fall. Ja, hier hinten in der Bucht ist einer. Hier vorne sind zwei. Ja. Also, hier ist immer einiges los, ja. Das ist echt übel teilweise. Oh, da ist ein Rochen. Jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Fisch ist immer gut. Jetzt weiß ich zumindest, auf welcher Insel wir ungefähr sind. Da ist ein Airdrop. Da gehst du gerade hin, ne? Ja. Bei dem Weißen bin ich gerade. Aber auch nur, weil ich was sehen kann. Ja, gut. Achso, hier geht's nicht weiter. Ja, ich glaube, hier brauchen wir nicht weitersuchen. Oh, schaffe ich das jetzt darüber, ohne zu ruckeln? Wenn wir hier drüben nämlich einen finden, könnte man das so machen, dass wir uns den hohen Fretz von uns holen, der so viel Leben hat, und einfach den Allodon rausgrappen und rüberfliegen auf die Insel, wo wir dann safe sind. Das wäre jetzt so meine Idee. So ein bisschen waghalsig, aber naja, warum nicht? Ja. Doch dieser halb verbrannten, ne? Genau. Weil hier so viele Fleischfresser sind, aber ich weiß nicht, ob Alus dabei sind. Da ist Kano, Pirates, Sabertooth, Adler. Ein Kretz. Hallo Kretz, was bist du denn für einer? Männlicher 25er, die werden auch nicht höher hier. So, da sind ganz viele Kanos. Skorpione. Kanos. Adler. Airdrop. Ja. Nein. Hier ist, glaube ich, nichts, was nach Alu aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob Alus auf der Vulkaninsel spawnen. Weiß ich gar nicht. Ich werde jetzt einfach mal mutig sein und rüberfliegen. Aber vorher brauche ich eine kurze Pause. Bevor mir da mittendrin die Puste ausgeht. Gut, ich flieg mal jetzt zur Vulkaninsel. Wenn ich da nichts finde, dann gehen wir nochmal in unseren Inseln alles ab. Also es gibt einige Spots, wo ich welche gesehen hatte, immer mal. Manchmal auch auf dem Berg oben drauf. War total unlogisch gewesen, aber gut. Wenn die es da toll finden. Oh, ich glaube, das ist ein Kano ging. Was ist das? Muss ich kurz gucken, ob es ein... Ah, ist ein Rex. 130er, wow. Nicht schlecht. Okay, hier ist Party. Vielleicht habe ich ja Glück und sehe mal einen Giga. Ja, wenn du einen Giga siehst, hat das nichts mit Glück, sondern eher mit Pech zu tun. Wieso? Na, wenn ich fliege, kann der mir ja eigentlich nichts. Oder? Ja, weiß man nicht. Soweit ich weiß, kann der nicht fliegen. Hey, fliegen kann er nicht, das stimmt schon. Es ist hier die Dori-Logik. Nee, ich glaube, hier ist die Suche vergebens.
bist du denn? Bist du ein Wolf? Oh, ein Wölfchen, ganz allein. Der kleine Wolfgang. Ja, ich flieg mal jetzt zu den Inseln zurück. Kannst du kurz gucken, wie spät es im Spiel ist? Bisschen Drechsel. Ups. Warte. 0 Uhr 1. Okay, dann ist es jetzt schon das Dunkelste. Ist ja eine helle Nacht. Haben wir wieder Mond? Ja, okay. Da muss ich direkt an dieses Lied denken, der Mond ist aufgegangen. Oh Gott, jetzt habe ich das wieder im Kopf. Was denn? Ich hab was voll vergessen. Oh je. Na, gleich nochmal was machen. Im Spiel oder aus dem Spiel? Aus dem Spiel. Okay. Ach ja. Ich weiß gerade gar nicht, auf welcher Insel ich bin. Müsste eigentlich auf unserer Heimatinsel sein. Man sieht hier irgendwie gar nichts. Voll lustig. Ja. Das ist ja... Obwohl, hier hatte ich neulich auch ein Alu gehabt am Strand. Wow. Jetzt dreht dein Handy durch. Ja. So, ich muss erstmal gucken, dass ich über Meer wegkomme, weil da wollte ich eigentlich nicht reinfallen. Ja, das ist so. Ich hab Alos. Wo bist du denn? Du kennst den Baryonyx-Gott? Ja. Warte mal, habe ich einen oder ich mehrere? Im Moment sehe ich nämlich nur einen. Weiblich, Level 80. Sandfarben. Bringt uns jetzt nicht so viel. Wäre schon mal ein Anfang. Ja, es wäre ein Anfang, aber... Ich guck mal, ob hier noch eine irgendwo ist, weil eigentlich sind die nicht allein unterwegs. Ja, jetzt fliegt noch langsamer. Da ist ein lila Pokéball. Wieso ist die alleine unterwegs? Das wundert mich gerade. Sind wahrscheinlich die anderen schon gestorben oder so. Oder die kommen gleich aus dem Busch gesprungen. Da ist ein Raptor. Hallo Raptor. Siehst du einen grünen Airdrop? Ich bin gerade im Wald unten. Ich sehe gar keinen Pop. Moment. Flieg mal jetzt hoch. Einen grünen Airdrop. Ja, der ist links von mir gerade. Also ich bin auf der Map. Bin ich bei circa 30-60. Auf der nördlichen. Aber halt an dem Fluss, wo es zur mittleren Insel geht. Wie gesagt, 30, 60 ungefähr. 30, 60. Ich guck mal, ob hier noch mehr sind.
Aber hier hatte ich neulich nämlich auch meinen Dreierpack gehabt. Das ist ja eigentlich immer ein recht guter Alu-Spot. Huch, jetzt habe ich mich in die falsche Richtung gedreht, oder? Scheiße, wo wollte ich denn jetzt hin? Nein! Doch, das ist schon richtig gewesen. Okay. Jetzt wird's dunkel. So, hier müsste das zum Teich hochgehen. Ja. Ich bin jetzt in etwa bei 30, 60. Ich bin gerade ein bisschen weiter geflogen. Da ist so ein Teich oben. Ja. Also ich bin hier jetzt bei diesem einen Teich oben. Oh, ich muss mal Energie tanken. Ich flieg mir ja an der Seite ran. Ich bin aktuell bei... Ja, genau auf dem Kreuz von 3060. Da ist so ein See. Da läuft ein Biber rum. Der läuft gerade in den Wald rein. Ich schieb mal jetzt wieder hoch. Also ich bin weit über dem See jetzt. Ich sehe jetzt den Alu Level 80. Ist das der, den ich gesehen hatte? Hab ich schon wieder vergessen. So ein heller. Ja, ich habe keinen anderen gesehen, also ist die alleine unterwegs. Wahrscheinlich sind die schon getötet worden. Die sind immer ein bisschen sehr aggressiv. Ich bin jetzt ein bisschen reingeflogen nochmal, um zu gucken, ob noch irgendwas zu finden ist. So viel Gestrüpp hier. Hier ist ja Strand. Ne, hier ist kein Alu. Wo bist du jetzt? Ja, frag mich nicht. Hab ich aber. Bist du noch bei dem Alu oder? Okay, den würde ich gerade auch nicht mehr finden, sehe ich gerade. Das ist wieder diese Insel, wo ich mich immer verfliege. Nö, irgendwie sehe ich jetzt Strand. Ja, ich bin auch gerade am Strand rausgekommen. Auf der bei der Vulkanseite oder die andere? Andere. Ich hab den Alu wieder. Aha, okay. Krieg mal wieder landeinwärts. Müsste ich jetzt eigentlich auf den Teich drauf zukommen? Ja, den habe ich immer noch nicht gefunden. Alter, was war das denn? Ach, ein Skorpion. Boah, schreckt mir doch nicht so hier. Jetzt laufen jetzt zwei Biber rum. Ich fliege jetzt wieder in Richtung unsere Base ins Land.